In Berlin-Kreuzberg sind am Freitagnachmittag zwei Menschen nach dem Sturz aus einem Hochhaus ums Leben gekommen. Die beiden Personen hatten sich vor einem Feuer retten wollen. Augenzeugen berichteten von einem Mann und einer Frau. Auf diesem Video ist zu sehen, wie ein Mann versucht, in eine Wohnung ein Stockwerk tiefer zu gelangen. Dann rutscht er ab und fällt in die Tiefe. Dieser Augenzeuge berichtet. Jemand hat geschrien, so ich war gerade am Computer in meinem so Büro und habe ich geguckt und war schon richtig dunkel, so brennt so. Und er hat richtig ganz laut geschrien, Hilfe, Hilfe, brennt so. Habe ich sofort Polizei angerufen und dann, ja, die Polizei kommt ganz schnell, nach 2-3 Minuten, aber die Feuerwehr, das war so ungefähr 15 Minuten, sie kommen. Aber er hängt schon so in die Ecke und dann nach 2-3 Minuten kommen, ich weiß nicht, Frau oder ihre Sohn oder noch zwei Personen so. Und dann diese zweite Person ganz schneller hat sie so und dann runtergefallen. Die erfolgte Reanimation habe beiden Personen nicht mehr helfen können, so die Feuerwehr. Als wir eingetroffen sind, stand die Wohnung im 12. OG des 15-geschossigen Hochhauses schon in Vollbrand. Und zwei Personen aus der Brandwohnung haben sich schon am Fenster bemerkbar gemacht. Natürlich versuchen wir mit den Betroffenen zu kommunizieren, was aber natürlich dann auch schwer ist aufgrund hier der Höhe und auch der Panik der Leute. Der Vollbrand war schon hinter ihnen. Man kann sich vorstellen, wie die Hitze ist. Sie waren in Panik und sind darum auch, es zählt ja viel dazu, dass man dann auch tatsächlich springt aus einem 12. OG. Da war es wohl schon eine sehr starke Hitze von hinten. Der Brand konnte gelöscht werden. Zwischenzeitlich waren laut Feuerwehr rund 160 Einsatzkräfte vor Ort. Weitere Informationen zur Ursache des Brandes wurden zunächst nicht bekannt.